Sascha Lobo, heute in Wien bei der Danke-Veranstaltung der ISPA, du hast gerade einen Vortrag gehalten, wo eigentlich das Feedback von den Leuten her, die jetzt zu dir herkommen, sind alle gesagt, ja, ist richtig, stimmt, müssen wir machen. Die Realität in der Politik im Gegensatz zu dem, was du vorschlagst, Bewahrung von Netzneutralität, Ausbau der Infrastruktur und so weiter, die schaut sehr anders aus. Wo müsste man da ansetzen, um was bewegen zu können? Ich glaube, da ist in Österreich wie in Deutschland die Antwort auf die Frage eine sehr vielschichtige. Es fängt damit an, dass die digitale Welt, die digitale Vernetzung, das Internet sich sehr, sehr schnell entwickeln und dass die Politik ganz viele Sachen sehr gut kann, aber Geschwindigkeit gehört definitiv nicht dazu. Was auch nicht dazu gehört, ist Hellsichtigkeit. Das weiß wahrscheinlich auch jeder und das gilt, glaube ich, für die österreichische Politik nochmal doppelt. Das bedeutet, wir haben zwei Grundschwierigkeiten, was Politik und Internet angeht. Und das ist das eine, dass Geschwindigkeit wichtig ist. Und das zweite, dass man vorausschauend sein muss, um die Gesetze zu erlassen, die einem nicht irgendwann auf die Füße fallen. Ich glaube, das muss eigentlich zu einer neuen Art von Politik führen. Ich glaube, das muss eigentlich dazu führen, dass man mit den Interessengruppen einen regelmäßigen, einen ständigen Austausch hat, der dann auch in konkrete Entscheidungen mündet. Und nicht nur daran, dass man kurz vorm Wahlkampf einfach mal irgendwelche 127.235 Euro in den Spezialförderfonds Kärnten oder so steckt. Und das ist das Grundproblem. Ich kann gar nicht sagen, wir müssen jetzt unbedingt X und Z machen, sondern ich kann sagen, die Politik sollte eigentlich sich darauf vorbereiten, dass in den nächsten 10, 15, 20 Jahren immer wieder sehr kurzfristig Entscheidungen getroffen werden müssen mit allen Leuten, die diese Entscheidungen direkt betreffen. Ja, mir ist das ganz stark aufgefallen, ich unterrichte schon relativ lange auf Uni und Fachhochschulen und bin halt immer mit dem Thema Netzkultur, Netzpolitik befasst und um 2000 ist diese ganze Microsoft-Monopol-Sache hochgekocht, damals wegen der Bündelung vom Internet Explorer mit dem Betriebssystem, zu großer Einfluss und so weiter. Wenn man sich anschaut, wo wir 2013 im Internet stehen, mit Google, Facebook, eBay, Amazon, ist das eigentlich medienpolitisch, monopolpolitisch, ist der Microsoft-Prozess eine Kleinigkeit dagegen. Gibt es überhaupt noch irgendeinen Ausweg aus der Situation? Es gibt immer einen Ausweg. Die Frage ist bloß, ob er einem passt und aus welcher Perspektive. Natürlich haben wir eine relativ komplizierte Monopolsituation in manchen Bereichen. Das können Branchenmonopole sein oder auch Technologiemonopole teilweise. Ich glaube, dass in den Zeiten der Internetwirtschaft, der Digitalwirtschaft, der digitalen Sphäre, wie ich das nennen würde, dass da ein bisschen eine andere Einstellung zu diesen Dingen gestandard sein muss. Es gibt zum Beispiel den Begriff der Plattformneutralität. Mhm. Plattformneutralität bedeutet, dass eine Plattform zur Verfügung gestellt wird, die dann alle gleichberechtigt benutzen können. Was die Netzneutralität angeht, ist das wahrscheinlich der prominenteste Vertreter. Aber es gibt auch andere Bereiche, wo das der Fall sein könnte oder sollte. Da muss man sich darüber unterhalten, wie kann die Politik Einfluss nehmen, damit einzelne Unternehmen nicht eine zu große Macht über die gesamte digitale Sphäre gewinnen. Ist das nicht schon passiert? Also die Definitionsmacht. De facto, das Internet wäre weitgehend zu Recherchezwecken nicht unbrauchbar, aber viel unbrauchbarer ohne Google. Da gibt es keine Alternative, die irgendwie in Sicht ist. Jetzt hat voriges Jahr Microsoft begonnen, Ergebnisseiten aus dem Google-Index zu kopieren und in Bing zu integrieren. Also da ist wenig in Sicht. Und ich frage mich, ich bin ja an sich wirklich kein Freund von übermäßigen staatlichen Eingriff, aber müsste da die europäische Politik Möglichkeiten schaffen, dass man zumindest ein Konkurrenzumfeld schafft, wo irgendeine andere Suchmaschine mal eine Chance hat, weil was ich mir bei Google mittlerweile denke und auch bei Facebook, da steht ja einerseits die Technologie dahinter, aber auch eine gewaltige Infrastruktur, die man auch nicht von heute auf morgen aufholen kann, um dieselbe Qualität an Service zu bieten. Infrastruktur ist genau der richtige Stichpunkt, den man dazu erwähnen muss. Ich glaube, dass Infrastruktur essentiell ist, und zwar der Ausbau, der ständige Ausbau der digitalen Infrastruktur, damit überhaupt eine Chance besteht, dass man sowas wie eine funktionierende Internetwirtschaft auch in Zukunft gewährleisten kann. Natürlich ist es Unsinn aus meiner Sicht zu sagen, Google ist der Einzige, der eine gute Suchmaschine hat, also lassen wir das einfach alles so und machen erstmal gar nichts. Ich glaube aber auch nicht, dass man Google verbieten kann, den Service anzubieten. Das wäre auch Unsinn. Die Alternativen müssen also organisch entstehen und gefördert werden. Das ist meine Meinung. Und die wichtigste Förderung ist die Bereitstellung einer Infrastruktur, die diesen Namen verdient.
zum Beispiel den Ausbau in Österreich und in Deutschland von einem Glasfasernetz. Mhm. Und zwar ein Glasfasernetz, was zukunftssicher ist. Es gibt Schätzungen, die für Deutschland sagen, dass es 80 bis 100 Milliarden Euro kosten würde, Glasfasernetze komplett auszubauen. Für Österreich sind die Schätzungen, glaube ich, zwischen 5 und 10 Milliarden Euro. Das sind zwar alles sehr große Summen, aber ich glaube, dass es notwendig ist, sie auszugeben. Und ich glaube, dass das wiederum staatlich passieren sollte. Und erst wenn man diese Infrastruktur hat, dann kann man darüber richtig nachdenken, wie kann man es denn schaffen, dass einzelne Unternehmen wie Google nicht so unendlich mächtig in diesem Kontext sind. Ja. Das wäre in meinen Augen die richtige Herangehensweise. Und bei dem, was du im Vortrag gesagt hast, dass es letztendlich auch im Interesse der Provider ist, die Netzneutralität zu behalten, da bin ich ganz deiner Meinung. Was mich wirklich verblüfft hat, ich war heuer beim Mobile World Congress in Barcelona und da gab es auch sehr interessante Diskussionen, wo Vorstände mehrerer Telekommunikationsunternehmen, ich glaube von der Deutschen Telekom war jemand dabei, mit einem der Gründer von WhatsApp und anderen Startup-Gründern diskutiert haben. Und die Argumentation von denen ist jetzt, was Netzneutralität betrifft, wir würden WhatsApp gerne blockieren, weil wir geben Millionen, Milliarden aus, jahrelang, um in dem Fall ein Mobilnetz auszubauen. Und dann kommt so ein Over-the-Top-Anbieter, nutzt unsere Infrastruktur und macht es damit letztendlich unmöglich, Geschäftsmodelle zu entwickeln damit. Das Gegenargument wäre natürlich, dass man sagt, ein Zugangsprovider ist ein Zugangsprovider. Sein Geschäftsmodell soll es eigentlich sein, die Leitung zu vermieten oder anzubieten und nicht unbedingt an bleiben. Ich möchte den Unternehmen dann nicht reinfuchsen in ihre Geschäftsauffassung. Ich möchte den Unternehmen aber etwas entgegensetzen und das sind Regeln für das Internet und dazu gehört ganz essentiell die Netzneutralität dazu. Man muss ja vorsichtig sein mit Metaphern und Vergleichen, aber in diesem Punkt funktioniert das vielleicht, dass man sagt, eine Straße, damit die wirtschaftlich überhaupt einem Land etwas bringen kann, muss sie von jedem befahrbar sein und zwar auch auf die gleiche Art und Weise. Es gibt trotzdem Regeln, ja, und es gibt sogar die Möglichkeit, das irgendwie zu refinanzieren. Aber ich glaube, dass ein Wettbewerb, der in meinen Augen nötig ist, dann stattfinden kann, wenn bestimmte Teile substanziell vom Staat gefördert und ermöglicht werden. Und natürlich ist das für die Telekom, die da sagt, WhatsApp killt unser SMS-Geschäft, natürlich ist das keine ganz simple und einfache Entscheidung. Ich glaube aber, dass sie notwendig ist. Und ich glaube, dass sie deswegen notwendig ist, weil die Netzneutralität selbst für die Provider essentiell ist. Auch Access-Provider profitieren letztlich von einer Netzneutralität. Und das sieht man in einem simplen Gedankenspiel. Wir haben heute in den Vereinigten Staaten schon mit Google einen Anbieter, der Fiber to the Home, also Glasfaser bis in das Haus rein anbietet und das mit Gigabit-Geschwindigkeiten, will sagen ungefähr 100 Mal schneller als das, was man heute so im Durchschnitt zur Verfügung hat. Wenn jetzt also Google das kontrolliert und von heute auf morgen sagt, sag mal irgendwie YouTube, also bei uns funktioniert es immer ruckelfrei und bei den anderen Providern können wir es halt leider nicht garantieren, da haben wir nur so einen kleinen Strahl, so einen Rinnsal von Daten, dann möchte ich gerne mal die Provider, die Access-Provider selbst sehen, ob sie dann nicht auf Netzneutralität pochen und sagen, was, ihr bietet YouTube nur bei euch an? Dann nimmt man noch Facebook dazu und dann hat man schon 80% der durchschnittlichen Datennutzung von einer normalen Schule abgebildet. Und das zeigt mir, Netzneutralität ist etwas, wovon die gesamte Wirtschaft profitiert. Und natürlich ist so ein Dienst wie WhatsApp für veraltete Technologien wie SMS kannibalisierend. Aber der Access selbst bleibt, glaube ich, immer ein Geschäft. Und zwar schon allein deshalb, weil der Zugang zu teurer Infrastruktur immer einen Vorteil darstellen wird. Mhm. Das heißt, ich kann mir sogar vorstellen, dass irgendwann in nicht mehr allzu ferner Zukunft eine Basisgeschwindigkeit, WLAN, überall frei ist und dass eine höhere Geschwindigkeit auf dem Markt sich refinanziert. Ja, das klingt sehr vernünftig. Ich bin ja bekannt für meine vernünftigen.